Dieses rote Licht steht für die neue Qualität, die in die Barleber Gemeinderatssitzungen einziehen sollte. Das Gremium hatte beschlossen, die neue Kommunalverfassung dafür den Rechtsrahmen geschaffen, alle Wortäußerungen der Ratsmitglieder aufzuzeichnen, damit es in Zukunft nicht mehr zu endlosen Diskussionen über den Inhalt der Sitzungsprotokolle kommt. In dieser Sitzung gab es noch die zeitraubenden Diskussionen über, wer hat was gesagt, wer kann sich noch an seinen Wortlaut erinnern und wer will wen mit dieser oder jener Feststellung provozieren. Der Vorsitzende des Gemeinderates Korn sah sich in seiner Hoffnung getäuscht, die neue Technik würde zur Disziplinierung der Wortäußerungen beitragen und die nicht 100%ige Technik trug ihren Teil zur Verlangsamung der Sitzung bei. Diesmal hatte die Sitzung des Gemeinderates schon um 17.30 Uhr begonnen. Es gab eine lange Tagesordnung und die Beschlüsse waren in den zuständigen Ausschüssen schon vordiskutiert. So hätte es eigentlich zügig vorangehen können, aber im Barleber Gemeinderat ist das so nicht möglich. Denn es herrschte ein Klima des Misstrauens. Die Fraktion der Freien Wähler Piraten geht davon aus, dass die Mitarbeiter der Verwaltung generell Fehler machen und dem Beobachter drängt sich der Eindruck auf, dass es nicht darum geht, die Gemeinde in schwieriger Wirtschaftssituation voranzubringen, sondern dem Bürgermeister Fehlverhalten zu unterstellen. Dabei sind manche Vorgehensweisen nur schwer nachzuvollziehen. Ein Beispiel. Im Tagesordnungspunkt 10 ging es auf Antrag der Freien Wähler um die Wiedereröffnung eines Familienzentrums nach Vorbild der Liba unter dem Dach des Mehrgenerationenzentrums. Auf Antrag des Bürgermeisters wurde Ratsmitglied Bremer als Vereinsvorsitzende des Liba als befangen von der Abstimmung ausgeschlossen. Ratsmitglied Pfeffer als Vorstandsmitglied des Vereins Mehrgenerationenzentrums aber nicht. In der Abstimmung wurde mit Mehrheit dem Antrag dann zugestimmt. Bevor kurz nach 22 Uhr die Sitzung abgebrochen wurde, ein Fortsetzungstermin steht noch nicht fest, wurde unter anderem der Neubau der Kita in Ebendorf weiter vorangetrieben und der Nachtragshaushalt mit seinen Einsparungsbemühungen verabschiedet. Das Konsolidierungskonzept wird in den zuständigen Ausschüssen weiter beraten.